Aus aktuellem Anlass wollen wir in dieser Woche mal wieder über Stop-Loss-Orders sprechen und vor allem über eine aktive Stop-Loss-Ausführung. Das Ganze wie immer mit Richie, nachdem der feine Herr endlich wieder aus dem Urlaub zurück ist, nach gefühlt, weiß nicht, drei Monaten. Ich bin schon seit zwei Wochen da, ne, am Rande, aber leider ja, hat es der Terminkalender nicht vorher zugelassen. Aber wie auch immer. Schön, dass du mich vermisst hast. Ich hoffe, da und es geht direkt wieder rund. Vielleicht war es gar nicht so sinnvoll, dass du wieder zurückgekommen bist. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, es war in dieser Woche sehr, sehr oft die Rede davon, dass eben Stop-Orders ausgeführt werden, dass sich die ganze Situation durch den automatisierten Handel immer weiter verschärft hat, vor allem eben auch am Montagabend. Wie ist denn das aus deiner Sicht einzuschätzen? War das so? Das ist schwer zu sagen im Nachhinein, vor allem müssen wir dann auf den amerikanischen Markt genauer hingucken. Wichtig ist vielleicht zu sagen, das sind jetzt nicht die Stop-Loss, die du und ich vielleicht mal irgendwann am Börsenplatz einstellen. Es sind ja meistens wirklich Computermaschinen im Hintergrund, die auch anpassen und gewissen Algorithmen folgen. Durchaus möglich, dass natürlich sowas dazu führt, dass der Markt extrem nach unten gedrückt wird. Sowas kann auch dazu führen, dass wenn eine gewisse Grenze unterschritten wird, das haben wir im Dow am Montag hier auch gesehen, plötzlich von jetzt auf nachher das dann wieder 2% nach oben gezogen wird. Also je mehr Automatismus natürlich eingeführt wird im Markt, je eher herrscht jetzt nicht nur die reine Emotion, sondern reine Logik vom Computer. Wenn die Grenzen unterschritten, dann haut das Ding raus. Und wenn wir die Grenze da unten ganz unterschreiten, dann sammelt das Zeug wieder ein. Und das haben wir am Montagabend ja sehr schön gesehen. Wir haben jetzt natürlich schon über Stop-Loss-Orders gesprochen, über Order-Tippen gesprochen. Schon, wir haben schon Videos dazu, die können wir natürlich gerne verlinken. Wir wollen uns heute vielmehr einen Spezialfall ansehen, eine aktive Stop-Loss-Ausführung. Genau, also wichtig daran, es ist nichts unbedingt Spezielles. Es wird schon bei uns seit dem Jahr 99 gemacht. Nur ich finde wichtig, dass man mal drüber spricht. Ich habe immer wieder Anrufe und deswegen frage Rich, die Fragen gibt es wirklich? Die sagen, ja, Dietrich, hier sehe ich, in der Aktie, da gibt es jetzt seit Wochen keinen Umsatz. Lohnt es sich da überhaupt, einen Stop-Loss in den Markt zu geben? Denn normaler Stop-Loss, ein üblicher, braucht einen Umsatz. Das heißt, wir müssen Käufer und Verkäufer zusammengeführt haben. Dieser Umsatz muss unter der Stop-Loss-Grenze gelegen sein, des Kunden. Also Kunde bestimmt bei 90, Kunde möchte sich absichern und möchte bei 88 Euro aus dem Markt raus, um Gewinne mitzunehmen oder Verluste klein zu halten. Wenn es jetzt aber eine Aktie ist, die recht wenig Umsatz hat, kann es sein, der nächste Umsatz geschieht erst nächste Woche bei 85. Und die Frage kommt daher, macht es überhaupt Sinn? Bin ich nicht viel zu weit weg vom Markt? Ist die Aktie denn zu illiquide, um im Stop-Loss hier wirklich sinnvoll arbeiten zu können? Was antwortest du? Nein, stimmt nicht. Wenn man weiß, dass es eine aktive Stop-Loss-Überwachung gibt und auch eine Auslösung und Ausführung. Ich habe jetzt mal ein paar kleine Grafiken dazu vorbereitet. Das Besondere bei uns ist, also wir haben jetzt hier mal die blaue und die orange, ich hoffe, man sieht es, Linie, die sollen die Geld- und die Brieftaxe darstellen. Man sieht schon, ich spreche hier von Taxen, von möglichen Ausführungen und nicht von festgestellten Preisen. Und die rote Linie soll einfach mal die Stop-Linie sein, also eine Grenze hier bei 14 Euro, die ein Kunde eingezogen hat, bei der er unterschreiten, er verkaufen möchte. Nicht erschrecken, wir haben jetzt sehr große und breite Daten gemacht. Aber das Wichtige ist hier, wir führen eine Order nicht aktiv aus, sobald die Geldseite, zu der er ja auch verkaufen kann und muss, diese Grenze unterschreitet, sondern erst, wenn die Briefseite darunter geht. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich werde auch nachher erklären, warum wir das so tun. Aber was auch wichtig ist, ich erkläre, was der Anleger dementsprechend vornherein schon wissen muss. Das heißt also, erst hier in meinem Beispiel haben wir in der Briefseite die 14 Euro unterschritten oder erreicht. Und erst dann wird die Order im Orderbuch als unlimitierte Verkaufsorder für den Händler sichtbar oder vom Computersystem erkannt und wird dann zur aktuellen Geldseite ausgeführt. Was man hier ganz klar sieht, den Spread, jetzt hier haben wir natürlich ein extremes Beispiel, da ist 1 Euro Spread dazwischen, aber den Spread, den muss der Anleger bei der Aufgabe, oder sollte er mit einkalkulieren. Denn wenn er aktiv ausgelöst wird, kommt selten vor, dass er genau bei seinem Preis auch ausgeführt wird, sondern der Spread, den muss er immer mit einkalkulieren. Es kann natürlich auch zu normalen Stop-Ausführungen kommen, da ist das nicht der Fall, aber weil gerade bei illiquiden Werten ist das durchaus mit einzukalkulieren. Jetzt kommt da die Frage, warum? Klingt nicht so geil für mich als Anleger. Klingt nicht so geil für dich als Anleger. Es gibt da verschiedene Gründe, warum wir die Seite benutzen. Wir könnten ja auch sagen, ja Moment, und das tun wir übrigens auch beim Derivatebereich, denn dort haben wir einen Market Maker, der die ganze Zeit den fairen Annahme- und Rücknahmepreis berechnet. Im Aktienhandel, im ETF, im Vorhandel, im Rentenbereich gibt es sowas nicht. Da müssen wir uns auf sogenannte Referenzmärkte beziehen. Das heißt, wir schauen uns andere größere Märkte an, nehmen die Taxierung von dort mit bei uns rein, plus die eigene Orderbuchsituation und bauen daraus die aktuelle, die richtige Taxe. Und wenn wir jetzt mal von Referenzmärkten sprechen. Stellen wir uns mal einen großen deutschen Aktienmarkt vor. Wir sehen drüben, wie die Taxen gerade laufen. Und bisher wurden dort immer nur auf der Geldseite, denken wir dran, Geldseite, zu der kann bei uns jemand verkaufen. Da steckt jetzt aber jemand dahinter, der gern zu diesem Preis kaufen möchte.
Und wenn jetzt plötzlich an einem Referenzmarkt bisher immer Käufer vorhanden waren, die 20 Stückchen haben wollten. Ja, kleine Stückzahl, da kann der Preis sehr gut sein. Jetzt kommt plötzlich jemand in den Markt und sagt, ich suche aber 1000 Stück, eine wesentlich größere Stückzahl. Aber der Preis ist dementsprechend natürlich nicht ganz so attraktiv. Und dann kann es sein, dass vom Referenzmarkt plötzlich eine Taxe zu uns kommt, die komplett weg von der letzten Taxe springt, weil die Stückzahl, die dahinter steckt, eine größere ist. Und wenn wir jetzt auf die Geldseite gucken würden bei der Ausführung, wird genau das passieren, was ich hier in der Grafik gezeigt habe. Die obere, die Briefseite, bleibt identisch, da bewegt sich nichts. Aber die Geldseite, aufgrund vom Referenzmarkt, springt plötzlich nach unten. Und wenn wir auf Geldseiten reagieren würden, würden wir jetzt einen Kunden ausführen, obwohl der gesamte Markt diesem Fall, diesem Verkauf gar nicht widerspiegelt, gar nicht entspricht. Das ist ein Grund, warum wir sagen, wir nehmen nicht die richtige Seite, die Geldseite beim Stop-Loss, sondern wir nehmen absichtlich die gegenüberliegende Seite. Das nächste, was passieren kann, habe ich mal kurz in der nächsten Grafik dargestellt, gerade zum Späthandel oder in frühen Morgenstunden kann es mal sein, dass das Spread ein bisschen weiter ist. Oder wenn der Markt einfach momentan extrem illiquider ist, wir haben jetzt gerade die Jahre zwischen Weihnachten und Neujahr gehabt, da ist einfach wenig los an der Börse, da kann das Spread plötzlich mal auseinandergehen. Und das Spread geht halt, man sieht hier in der zweiten Grafik, auseinander in beide Seiten, nach oben und nach unten. Wenn wir jetzt wiederum nur auf die Geldseite schauen würden, um den Stop aktiv auszulösen, wird schon reichen, dass wir mal eine etwas illiquidere Phase haben, dass der Kunde wirklich ausgeführt wird und plötzlich seine Aktien verliert. Man sieht, die Briefseite geht aber auch nach oben. Also das Risiko, wenn wir die Briefseite überwachen, besteht dann eben nicht. Hintergrund ist also ganz klar, wir sagen, wenn wir schon aktiv auslösen, warten wir nicht zum Beispiel auf eine Spread-Erweiterung, sondern wir wollen, dass die Marktbewegung, die Tendenz eindeutig ist. Also wenn wir schon aktiv in das Geschehen eingreifen und aktiv eine Kundenorder vom Kunden in den Markt schnipsen, dann wollen wir sicher sein, jawohl, das ist jetzt nicht ein kurzes Strohfeuer, sondern die Bewegung ist eindeutig, die ist sicher und wir können mit gutem Gewissen sagen, lieber Kunde, hätten wir das nicht gemacht, dann wirst du vielleicht auch viel später rauskommen aus dem Markt. Und aus dem Grund sagen wir uns, wir nehmen die gegenüberliegende Seite. Nochmal, wir überwachen auf der Briefseite, sobald die Briefseite im Stop-Loss erreicht oder unterschritten wurde, führen wir zur aktuellen Geldseite aus. Und die ist dann meistens eben entsprechend des Spreads ein paar Cent, mein Beispiel extrem vorher ein Euro, das ist nicht der Fall normalerweise, etwas tiefer. Und das muss man immer wissen, wenn ich eine Order aufgebe, dass ich diesen Spread auch mit irgendwo einkalkulieren kann. Dafür habe ich aber die Garantie und die Möglichkeit, dass ich auch bei illiquiden Werten aus dem Markt rauskommen, wenn sich eine eindeutige Bewegung in die falsche Richtung für mich vornimmt. Kommt das vergleichsweise häufig vor? Haben wir das beispielsweise diese Woche auch schon gesehen? Sicherlich. Also auch in irgendwelchen MDAX-Werten, weniger als weiter, aber SDAX-Werten oder Werten, die eben komplett an keinem Index drin sind, auch in dem deutschen Markt, kam es durchaus vor, dass wir natürlich ganz klar aktive Orders auslösen mussten, weil einfach bei uns keine Umsätze stattgefunden haben, auch an Referenzmärkten kaum Umsätze stattgefunden haben, aber aufgrund der Taxierungen bei uns als auch an Referenzmärkten konnte man erkennen, der Markt sieht die Aktie momentan bei einem ganz anderen Preis, da sieht sie wesentlich tiefer und dann lösen wir aktiv aus. Soweit, so klar, hoffe ich. Falls es dennoch Fragen geben sollte, weil es vielleicht doch etwas komplex ist, einfach Fragen hier lassen, wie immer, wir werden uns darum kümmern, schnellstmöglich. Wird schneller Zeit, kein Urlaub geplant mehr, hoffe ich. Wird es hier nicht offiziell bekannt geben, sonst werde ich lustig geflamed von dir. Dann neigt es mir an sich aus Daumen. Ja, also schickt uns auch andere Fragen gerne. Ja, wir kümmern natürlich. Uns drum. Immer gerne. Dir wieder vielen, vielen Dank und wahrscheinlich bis nächste Woche. Schön, dass ich wieder da bin, wolltest du sagen, oder? Absolut, das genau. Danke. Ciao.